Deutschland wird zusammen mit anderen Ländern bis zu 178 Leopard 1 Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Warum das ältere Modell heute noch eingesetzt wird und warum dessen Lieferung an die Ukraine sinnvoll ist, erklärt Oberst AD Wolfgang Richter im Gespräch mit T-Online. Also sinnvoll ist das immer, weil es ist nach wie vor ein sehr guter Panzer, der vielleicht jetzt im Duellvergleich mit dem Leopard 2 nicht mithalten kann. Selbstverständlich, er ist entsprechend älter. Aber wenn man diese Panzer einbaut in ein Gefecht verbundener Waffen und sie vernünftig führt, dann hat er natürlich auf alle Fälle seine Wirkung. Und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um Einzelpanzer und die Qualität, sondern es geht natürlich auch um Quantität. Und die Quantität wäre in diesem Fall doch noch erheblich.